Ich will damit auch jetzt kein Millionär werden. Ich will langsam so eine Community aufbauen, dass man sagt, hey, ne, man hilft sich untereinander ein bisschen und ja, man wird dann langsam stetig größer. So ist die Grundidee. Und natürlich müssen sich diese Projekte natürlich auch irgendwie, ja, irgendwie müssen die aufbauen. Also für gratis zu verschenken habe ich natürlich auch nichts. Ne? Aber diese Projekte werden dann halt an YouTube, an meine Mitglieder verschenkt. Das ist jetzt das erste Projekt. Das zweite Projekt wird auf jeden Fall ein BMW. Und ja, der Golf stand ja vorher noch nicht mal richtig auf allen vier Rädern, ist beinahe zusammengebrochen. Ja, da wollen wir mal sehen. Richtig, genau. Füllern, schleifen. Das ist es halt. E36. Hauptsache Sechzehner, ja, das ist Fakt. Das Problem ist, ich kenne schon viele Händler, ich muss bloß gucken, wer irgendwo was, also ich will jetzt hier nichts Fertiges haben. Ich möchte wirklich ein Fahrzeug vom Händler, Kollegen, wie auch immer haben, wo sagt, du, ich habe hier Motorprobleme, ich habe Getriebeprobleme, die Hinterachsenaufnahme ist komplett durchgegangen, irgendwie sowas. Damit man wirklich sieht, Step by Step, wie, wo, was muss ich machen, damit ich mein Auto irgendwie wieder auf die Straße kriege. So, und das Ding hier vorher war komplett, also der war fertig. Also der ist immer noch fertig, aber er steht ja schon mal hochbeinig wieder da. Wenn du lenkst, macht das keine komischen Geräusche. Wie gesagt, die Reifen vorher waren so porös in der Lauffläche, die werden ja beinahe schon, ja, dass die noch Luft gehalten haben, ist ein Traum. Ja, dann von innen auf, innen war so viel Pelz auf den Sitzen und. Ja, da habe ich schon das meiste von weg, aber das halt erst ganz zum Schluss. Wie gesagt, Schweller links und rechts konnte man vorher komplett mit den Füßen. Komm her. So, Schweller konnte man vorher links und rechts komplett mit den Füßen rein. So, das Übel haben wir jetzt auch nicht mehr. Da konnte man vorher den kompletten Fuß in den Schweller stecken, sich am Dach hochziehen und oben das Dach ordnungsgemäß sauber machen. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Ja, hinten Bremse komplett fest gewesen, Ankerbleche komplett vergammelt gewesen, Stoßdämpfer komplett weg, hier die Anschlagpuffer auch komplett weg. Federn waren so oft gebrochen. Vorne rechts dreimal gebrochen, vorne links zweimal gebrochen, hinten links dreimal gebrochen und hinten rechts, das war die einzigste, naja, die noch heil war, aber die dann noch irgendwas zu bedeuten hatte, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, dann haben wir hier eine Heckklappe, die ist mehr als fertig. Die, wie gesagt, die brauche ich noch, die muss ich halt noch irgendwo organisieren. Hier gleiche Seite, Schweller war komplett fertig, konnte man reintreten. Hier ist das leichte Ditcherchen, wo mal einer hier so eine Leitplanke mitgenommen hat. Ne? Der Kotflügel ist neu. Da hat vorher hier das komplette Stück gefehlt. Da konnte ich mit dem Arm komplett in den Motorraum, übertrieben gesagt, reingreifen. Das haben wir soweit auch. Ja, ich glaube, die Scheinwerfer sind bald mit das Beste an dem ganzen Auto. Auch wenn da schon irgendwie alter Schimmel drin ist. Aber gut, das gibt es nachher, wenn das Licht wieder leuchtet. Ja, so ein paar Ersatzteile habe ich noch, zwei Kühlergrills, Handschuhfach, bisschen Dödelkram, das hat er noch alles, wie gesagt, Reifen hatte ich noch richtig gute gebrauchte liegen, da habe ich Conti die Sommerreifen raufgezogen, ja, und von innen, wie gesagt, ist das Fahrzeug noch echt widerlich, das Projekt soll halt nur mal zeigen, was man aus Autos machen kann, Vorher-Nachher-Zustand, ja, so ist die Idee bei der ganzen Sache. Und so wird da hoffentlich langsam dann irgendwann mal ein Schuh draus. Anhängerkupplung hat er, 1,9er TDI hat er auch. Also Motor gerade eingefahren, 519.000 Kilometer runter. Schnurrt wie eine Biene, springt auf Schlag an, läuft, funktioniert. Alles, was man nicht gedacht hätte, kann dieses Fahrzeug. Bremsleitungen bei dem Fahrzeug wurden zum Glück höchstwahrscheinlich vor 4 Jahren gemacht. Gerade die beim Tank, die zur Hinterachse